Hallöchen, Freunde, und herzlich willkommen hier zurück bei The Forest. Unser Magen hier hängt uns schon wieder in den Kniekehlen, was für uns heißt, dass wir uns wieder was zu futtern suchen müssen. Naja, aber darin sind wir schon langsam geübt, ne? Nehmen wir mal die Axt in die Hand und streifen dann mal Richtung Beta-Basis. Und gucken mal nach, ob dort irgendwo Fischis sind, die wir einfach mal schnell fangen können, ausnehmen und auf den Grill schmeißen können. Bleiben wir heute dann drauf. Danke. So. Vielleicht sollten wir auch nicht so viel sprinten und so. Denn das verbraucht ja ziemlich viel Energie und... War hier schon immer die Pfütze? Hä? Egal. Hier ist unser großer Freund der Anker. Und mir kommt es jetzt irgendwie so vor, als wären wir in der letzten Folge Richtung Alpha-Basis gerannt. Sind wir da wieder zurück oder? Ich hab echt keinen Peil. Naja, das Speicherladesystem ist ja auch ein wenig komisch in dem Spiel. Wird höchstwahrscheinlich noch komplett überarbeitet werden. Aber hier müsste es Fischis geben. Fischi, Fischi, Fischi. Denn an der Alpha-Basis würde ich ja auch mal langsam gerne vorankommen. Und so einen Verteidigungswall und so aufbauen. Versteht sich ja von alleine. Also manchmal verspüre ich den dringenden Drang, die... Oder was? Nö. Die Dings da ein wenig höher zu drehen, die Brightness. Fischi, Fischi, Fischi. Ach da. Natürlich. Hallo. Alter, bin ich ein schlechter Fischer. Alter, ich bin fast peinlich. Ja, hier haben wir dann hier noch ein Lagerfeuer. Da kommt er gleich mal drauf. Ach, es regnet ja gar nicht. Das sind nur die Geräusche von mir oder was? Okay. Ich dachte nämlich, es würde schon wieder regnen. Und da hätte ich nämlich gar keinen Bock drauf. Wie dunkel es hier ist in dem Schatten, ne? Dann machen wir mal ein bisschen Licht. Lecker Fischi. Naja, und ich nehme auch gleich mit. Natürlich, jetzt kommt das Gewitter. Ich könnte mal andere Crafting-Rezepte mal ausprobieren. Was passiert, wenn ich einen Zahn nehme? Da passiert mal gar nichts. Münzen? Dazu ein bisschen Leaf? Nee. Das ergibt mal gar nichts. Ach toll, jetzt liegt das alles wieder hier rum. Ah, gestärkt. Kann es jetzt endlich wieder weitergehen Richtung Alpha-Basis? Ja, klar. Na kommt mal her, meine Freunde. Das hätte euch so gepasst, ne? Wie ich das echt hasse mit diesen Molotow-Cocktails. Deswegen nehme ich auch öfters halt mal die Flairgun. Wo geht's Richtung Alpha-Basis? Da. Okay. Dann fällen wir gleich mal ein paar Bäumchen. Und bauen die Mauer weiter. Denn ich hätte schon gerne irgendwo einen permanenten Wohnsitz. Ah, rote Blümchen, cool. Das sammeln wir gleich ein paar. Vielleicht können wir die ja irgendwie gewinnbringend bei uns anpflanzen. Auch wenn ich wirklich nicht weiß, wie es geht.
Das ist mehr so ein. Ich klicke da mal hin und vielleicht kommt dabei was raus. Ding. Mir nicht. Höchstwahrscheinlich werden wir daheim schon wieder erwartet. Von unseren zukünftigen Mitbewohnern. Die ja nebenan einen Höhleneingang haben. Aber das soll uns halt nicht weiter stören. Oh, unsere Energie ist ja ziemlich low. Mal ein bisschen weniger sprinten. Moment mal, hier kommen wir zur Gamma-Basis, oder? Natürlich. Ich will aber zur Alpha-Basis. Nee, nee, nee. Jetzt verlaufe ich mich schon hier am Ding. Auf dem Weg. Dabei habe ich das schon geschnallt, dass ich den großen Baum da gesehen habe. Vielleicht sollte ich mich nicht von anderen Sachen ablenken lassen. Wie den roten Blümchen. Und hier kommen wir jetzt garantiert wieder zum Strand, oder? Hier war gerade so, als hätte ich ein kleines Röcheln gehört, aber nicht so schlimm. Nicht so schlimm. Jawohl, home sweet home. Können wir irgendwie was anpflanzen? Sah fast danach aus. Okay. Machen wir mal den Koffer hier auf. Yay, Medizin, cool. Und dann hacken wir hier einfach mal weiter. Ach, dich kann man nicht hacken, oder? Nö. Schade eigentlich. Dann machen wir einfach mal hier weiter. Aber schon irgendwie nervig, dass man hier die Maus da bashen muss. Damit hier was vorangeht. Dann gedrückt halten bringt leider nichts. Ach komm, fallst du nicht alle in die falsche Richtung. Ja, wobei. Doch, doch, das passt. Dresch dich, Junge. Ich hab noch volle Energie, Junge. Leg dich nicht mir an. Au. Nein, ich häng irgendwo fest. Verschwindet. Verschwinde. Au. Natürlich. Ach, herrje. So viel zum Thema, hey, gehen wir zurück in die Alpha-Basis. Aber naja, halb so wild. Bis die Zeit haben wir ja noch. Dann stellen wir erstmal die Falle bei der Beta-Basis fertig. In der Hoffnung, dass wir dort auch nicht überrannt werden, ne? Naja. The following is an in-development Alpha-Build. Loading. Sind wir in der letzten Folge auch gestorben, weil wir da gespawnt sind? Ha. Ich weiß nicht so recht. Aber irgendwie ist das Spiel jetzt so auf Dauer repetitiv. Ich spiele mit den Gedanken, es ein wenig zu pausieren, bis halt die Version 004 rauskommt. Was ja noch circa 11,5 Tage sind, wenn ich mich nicht täusche. Denn im Grunde können wir ja eigentlich immer nur dasselbe machen bis jetzt. Ich fände es halt interessant, mal dieses Hausboot zu bauen oder sowas in der Art. Ah, und da sind wir schon. Und es ist wieder Nacht. Na, wunderbar. Und wir haben wieder Hunger. Yay. Wir haben noch einen rohen Fisch. Höchstwahrscheinlich ist es jetzt Verschwendung, den zu futtern, aber hey. Nobody is perfect. Na komm, mach mal ein bisschen hin. Das dauert aber wieder. Sehr gut.
Nee, ins Inventar wollte ich gar nicht gucken. Das Survival Book. Wir mal wieder dafür, dieses Ding hier zu bauen. Ob wir es diesmal schaffen, wo wir jetzt eigentlich speichern können, müsste es eigentlich möglich sein, ne? Einmal rotaten, bitte. Und irgendwo irgendwie platzieren. Genau. Dann können wir jetzt wieder munter Holz hacken. Yay. Wie ich es vermisst habe, Holz zu hacken. Weil an sich würde ich das Haus schon sehr gerne fertig sehen. Im Großen und Ganzen haben wir das meiste ja schon gemacht. Natürlich fliegt der Baum auf mich drauf. Wie denn sonst? Naja, wenn sich das Holzhacken nicht so sehr in die Länge ziehen würde. Das wäre schön. Eine Motorsäge oder sowas. Ja. Motorsäge. Da hat sich gerade der nächste Baum zerteilt. Haben wir die Falle da oben schon fertiggestellt? Weiß ich jetzt gar nicht. Nehmen wir mal einfach so zwei Baumstämme mit und schauen mal zur Falle hoch, was dort noch möglicherweise fehlen könnte. Achso, zwei Steine und zwei Loks noch. Dann hauen wir noch schnell die zwei Loks dahin, damit wir relativ safe sind. Wobei, safe ist man hier eigentlich nie. Man sollte sich niemals in eine Dingskirchen. Natürlich, jetzt habe ich die Hälfte von dem Satz vergessen, den ich sagen wollte, aber nicht so wild. Was fehlt dir denn noch? Warum kann ich dich nicht vollenden? Ich glaube, die Falle ist in der Version 003 ein wenig buggy. Aber naja. Yay. Das wird nur noch 500 Parts dauern, bis wir hier fertig sind. Und ob sich die Arbeit lohnen wird, das wissen wir eigentlich auch nicht. Aber Hauptsache, wir haben ein bisschen was zu tun. Wo ich dich hier schon rumflattern sehe, nehme ich dich gleich mal mit. Wenn ich wüsste, wie spät wir es haben, eigentlich ziemlich nach, dann könnte ich mich nämlich nochmal gleich hinlegen und hoffen, dass es Tag wird. Yay! Es ist auch mal wieder Tag, wunderbar. Weil die Nacht, egal wie stimmungsvoll sie sein mag, sie nervt doch auf Dauer ein wenig, wenn es nur Nacht ist. Und bei dem Spiel kommt es mir irgendwie so vor, als ob die Nacht länger wäre als der Tag. Mag vielleicht an der Ding liegen, an der Gegend, wo wir hier sind. Vielleicht ist die Insel ja relativ weit oben im Norden. Wer weiß das schon. Ich für meinen Teil nicht. Yay, genau, haut den Baumstamm mit dem Stick um. Ui. Noch 149 Loks, aber ich glaube, da zählt unsere Defense Wall mit dazu, bei der Alpha-Basis. Aber im Großen und Ganzen ein Traum. Wer wäre denn nicht gerne Holzfäller? Einfach mal mit einer Axt in den Wald gehen, den Wald roden. Ich glaube, meins wäre es nicht. Da hätte ich schon gerne so ein übercoolen Harvester-Gerät. Wurde eine schon veröffentlicht, was mit den nächsten Updates so alles kommen soll? Weil... Oh, dieses Wetter, ne? Da versuchst du ein Thema anzusprechen. Beziehungsweise was zu fragen. Und dann passiert gleich sowas.
Naja. Aber es gibt ja auch Schlimmeres. Ich glaube, die Hütte wird nicht mehr allzu lange dauern. Naja, wir hatten ja schon mal beinahe die gesamte Decke, ne? Und dann sind wir gestolpert und es hieß, danke fürs Spielen. Bitte probiere es einmal nochmal neu. Aber nicht schade, dass die Fallen da nicht funktionieren. Oder die werden einfach nur falsch angezeigt, das ist auch möglich. Und da wir jetzt langsam wieder Hunger kriegen, sollten wir was Essbares suchen. Leider gibt es hier keine Eidechsen oder so, die wir nebenbei auch noch als Rüstung zweckentfremden könnten. Haben wir hier in der Nähe Fischis? Oder müssen wir wieder zur Beta-Basis rüber? Desto weiter wir rausgehen, umso. Ihr wisst schon, umso weniger können wir unsere Werkzeuge verwenden. Hier schwimmt er ja schon, okay? Naja, also auf Fischis braucht man hier in der Gegend nicht hoffen. Da ist die Beta-Basis deutlich besser geeignet für den Fischfang. Aber naja, naja. Diese Ruhe hier ist sowas von trügerisch. Vielleicht sollten wir uns hier auch noch so einen Kräutergarten anlegen für alle Fälle. Na komm, hier passt du schon richtig hin. Weil der ist ja auch nicht so teuer, das sind ja nur zwei Baumstämme. Naja, fällen wir hier noch ein wenig. Und ich hoffe, es fliegt mir nicht wieder eine Möwe oder anderes Tier in die Axt. Weil ein Tier, das man nicht essen kann, ist dann auch noch zu töten. Ich glaube, das wäre ein wenig sinnlos. Moment, ich hau mir gleich mal einen Schokoriegel rein. Da haben wir zumindest noch ein paar. Und? Also ich glaube, wenn man nicht hinschaut, dann fliegen die auch nicht so weit. Ich glaube, ich hatte gerade noch was zum Anpflanzen, aber naja, lass mal sich überraschen. Ja, lass doch die Baumstämme nicht immer fallen, nur weil du einen Stein haben willst. Junge, Junge. Concentration bitte. Ach, da liegen ja noch viel mehr Baumstämme. Okay, cool. Ich glaube, die verwursteln wir in dem Part noch. Und dann sind wir wieder so gut wie fertig. Lag da noch einer? Wir wollen ja nichts verschwenden, ne? Also, meine Freunde, ich verabschiede mich mal mit einem Fuß in der Hand und schwinge den mal ein wenig von links nach rechts und hoffe, wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Tschüss!